Heute befinde ich mich in der Südeifel, genauer gesagt in Echternach. Echternach liegt in Luxemburg, das ist knapp hinter der Grenze zu Deutschland. Die heutige Route habe ich mir aus dem Internet runtergeladen. Die Route heißt Naturpark Deluxe Felsenweg Nummer 1. Sie gehört zu einer sechsteiligen Serie mit dem Thema Felsen. Der Felsenweg 1 hat eine Länge von 20,3 Kilometer und ein Auf und Ab von 440 Metern. In der Grenzregion zwischen Deutschland und Luxemburg erwarten mich, zumindest sagt das die Routenbeschreibung, einzigartige Naturschönheiten, beispielsweise das Felsenlabyrinth der Wolfsschlucht und das Elsbachtal. Außerdem darf ich mich auf außergewöhnliche Zeugnisse der Kulturgeschichte freuen, zum Beispiel das Schloss Weilerbach mit Gartenanlage und einer ehemaligen Eisenhütte. Dabei laufe ich mal links und mal rechts von der Sauer entlang. Startpunkt der Route ist die Abtei Echternach. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Los geht's! Im Hintergrund sieht man den Eingang zu der Abtei von Echternach. Da bin ich hingekommen, indem ich über den Schulhof vom Gymnasium in Echternach gegangen bin. Den ersten Anstieg, um warm zu werden, habe ich hinter mich gebracht. Ich kann sagen, nach der ersten halben Stunde, der Weg ist super gut ausgeschildert. Und am Anfang führt der Weg ein bisschen durch Echternach selber und zeigt so ein bisschen, wie es in Echternach, dieser Abteistadt, aussieht. Da kommt man nichtsahnend um so einen kleinen Felsvorsprung drumherum und plötzlich steht man in so einer riesen offenen Felshalle, Felshöhle. Es ist nass. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so ist, wenn man da jetzt gleich den Berg hinaufläuft. Die Stufen sind wahrscheinlich glitschig und man muss wahrscheinlich höllisch aufpassen, aber es ist super interessant und super imposant. Bis hierhin war schon mal ganz ordentlich. Der Teil von dem Felsenweg oder Felsenpfad 1, den ich jetzt gerade gelaufen bin, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ordentliche Steinformationen, wirklich total imposant. Vor allen Dingen, wenn man sowas noch nie gesehen hat. Man muss natürlich aufpassen, weil die ganzen Stufen, die hier sind, mit Moos bewachsen sind. Und gerade wenn es regnet, ist das nicht so ganz ungefährlich. Ich befinde mich jetzt an den Felsenlabyrinthen und als ich gerade hier um die Ecke gekommen bin und den ersten Blick darauf geworfen habe, muss ich echt sagen, das war absolut umwerfend, total grandios. Wer hier in der Nähe ist von Echternach, sollte sich diesen Felsenpfad auf jeden Fall mal näher anschauen. Wie ich gerade gelesen habe, befinde ich mich auf dem Mullertal Trail. Dieser Trail, der ist gekennzeichnet von vielen Felsformationen, von Felsspalten, in denen man teilweise ja, Gesichter oder Figuren erkennen kann. Und er führt durch dichten Wald entlang leider einer Straße. Zumindest ist das, was ich jetzt hier so gerade erlebe. Und ich bin mal gespannt, was mich noch erwartet. Nach den ersten anderthalb Stunden auf dem Felsenpfad 1 kann ich also
feststellen. Der Name Felsenpfad wird diesem Pfad auf jeden Fall gerecht. Das Thema Felsen ist hier definitiv Programm. Wohin man schaut, links und rechts, überall Felsen, in allen Farben, Formen, Variationen. Sehr schön, wirklich total toll und es lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen. Etwas oberhalb von dem Amphitheater Holai befindet sich ein Parkplatz, etwa 300 Meter davon entfernt. Und das ist ein Ort, der etwas außerhalb vom Wald liegt. Und da habe ich eben Mittagspause gemacht, ein paar Minuten, was gegessen, was getrunken, mich kurz ausgeruht. Und jetzt geht's wieder weiter auf dem Felsenweg Nummer 1. Die Felsformationen sind wirklich schon ziemlich bizarr. Man sollte an ausreichend Mückenschutz denken, denn das Wasser, die Dunkelheit des Waldes und das feuchtschwüle Klima ist natürlich eine Brutstätte für Mücken. Ich bin auch schon ein paar Mal gestochen worden. Aber ich denke mal, gerade im Sommer ist es durchaus sehr angenehm, an einem heißen Tag diesen Weg zu laufen, weil es dann nicht ganz so unangenehm ist, wenn man bei 35 Grad hier zum Beispiel langläuft. So, in knapp 6,5 Kilometer erwartet mich das Schloss Weierbach. Das wurde ja auch auf der Routenbeschreibung angepriesen. Ich gebe jetzt mal Gas und dann melde ich mich wahrscheinlich gleich von da aus nochmal. Das war jetzt auch mal was Interessantes. Jetzt musste ich gerade über eine Leiter, nachdem ich die Straße passiert hatte, runterklettern und bin jetzt hier unten am Fluss. So kann man den Weg natürlich auch sehr interessant gestalten. 1777 wurde hier nach der Abtei Echternach das Schloss Weilerbach angelegt und gegründet. Wald und Wasser hatten nämlich hier hervorragende Energiereserven und Reservoirs bereitgehalten für die Gründung und damit war der Grundstein hierfür gelegt, dass man da auch eine kleine Eisenhüttenfabrik erstellen konnte. Hier hinter mir sieht man den Falkenlei, den Falkenfelsen. Und direkt daneben gibt es auch ein Schild, was die Erklärung bietet für die Entstehung von diesen ganzen Sandsteinformationen. Nachdem ich das Schloss verlassen habe und hinter mich gebracht habe, bin ich wieder zu einigen Sandsteinformationen gekommen. Und da muss ich wieder sagen, das gefällt mir total gut, weil das wird dem Namen dieses Weges auch wirklich gerecht. Hinter mir ist die Liborius-Kapelle. Ich bin jetzt noch gut 2 Kilometer von Echternach wieder entfernt. Ich freue mich darauf, endlich gleich am Auto zu sein. Das war doch etwas anstrengender als gedacht. Von der Liborius-Kapelle hat man einen wirklich sehr schönen Blick auf Echternach. So, es sind noch gut 1 Kilometer bis Echternach. Die Zeit möchte ich nutzen für ein kleines Resümee. Mir hat an diesem Felsenweg sehr gut gefallen, dass man an so vielen verschiedenen Felsformationen vorbeikommt. Das ist nicht nur am Anfang so, sondern wenn man den Weg gedanklich in 4 Teile teilt, würde ich sagen, ist das im ersten und im dritten Teil so. Im zweiten Teil geht es überwiegend über breite Wege und im vierten Teil geht es zwar auch über schmale Pfade, aber der zweite und der vierte Teil, der ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Das Schloss hat mir so ganz gut gefallen. Man kann da ganz gut dran vorbeigehen, aber so der absolute Burner ist das jetzt nicht. Ja, was hat mir nicht so gut gefallen? Der ein oder andere Baum ist umgekippt. Nun gut, das kann mal passieren, aber ich denke mal, wenn das so eine Art Premiumweg ist, dann sollte man sich da vielleicht schon drum kümmern, dass das
weggemacht wird oder zumindest, dass der Weg passierbar bleibt. Es gab einige Streckenabschnitte, wo ich mich dann doch gefragt habe, muss man so einen großen Umweg gehen, aber vielleicht verstehe ich die Streckenführung nicht ganz so. Und das war jetzt aber auch so das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat. So, das endgültige Resümee. Naturpark Deluxe, Felsenweg 1. Das waren jetzt 21,5 Kilometer. Die bin ich gelaufen in 4 Stunden und 15 Minuten. Durchschnittliche Geschwindigkeit waren 5,1 Kilometer pro Stunde. Der Weg ist sehr zu empfehlen. Sehr interessant, sehr interessante Natur, aber er hat es in sich, ist sehr, sehr anstrengend. Trotzdem auf jeden Fall, wer da ist, sollte mal vorbeikommen.